So, und willkommen wieder zurück bei The Binding of Isaac. Wir haben im letzten Part nochmal ganz schnell was gemacht, noch einen Brimstone bekommen. So, dann klicke ich mal wieder das Fenster an, damit wir auch schießen können. Perfekt. So, und wir gehen gleich mal eins tiefer in The Caves 2. Wir sind in einer Truhe. Und wir sterben. Ganz ruhig atmen, Isaac, ganz ruhig. Ach ne, Kane. Wusste ich. Ja, Jungs, jetzt ganz ruhig hier, ne? Macht nichts Falsches. Ihr wollt das doch gar nicht machen. Also wir haben genug Herz. Also eigentlich haben wir schon wieder genug Herzen. Mit dem Gegenstand ist das eigentlich immer eine ganz gute Sache. Wir haben in den letzten beiden Parts, in den letzten beiden Durchläufen waren es. Nicht Durchlaufe. Da haben wir ja schon gemerkt, beziehungsweise ihr habt gemerkt, dass ich mit dem Brimstone genau genommen gut umgehen kann. Deswegen würde ich auch sagen, wäre auch keine große Sache. Ich könnte jetzt nochmal kurz konzentrieren. Unglaublich, aber wahr. So, da hätten wir die beiden auch. Wir gehen mal hier rein und ein Book of Revelations. Wenn wir es uns kaufen könnten, würde ich es lassen. Bringt uns jetzt im Moment nicht mehr. Ist ja gut, dass wir überhaupt mal einen Gegenstand haben und kein Geheimraum. Ah, fatal. Oh, das war jetzt aber gerade gut getimt. Das war schlecht getimt. Das war wieder gut getimt. So, das sollte auch noch immer im Bereich des Möglichen sein. Hallo? Hallo? Also, geht doch. Zuck du auch noch. Zack. Auch tot. Da können wir nun leider nicht hin, egal wie. Ah, unser alter Freund, der ist genauso kann wie wir. Hätte er noch einmal schießen können, wäre ich genau drin gewesen. Also, immer schön aufpassen. Ich würde auch gerne nochmal hier den Raum aufsprengen. Ja, das war jetzt professionell verfailed. Was? Wie der ist? Wo ist der denn? Dann würde ich jetzt noch als letztes hier vermuten. Was? Wie jetzt? Ist das Ganze noch größer als ich dachte oder was? Nach oben. Ah, aufpassen. Zack. Zack. Und rein. Komm. Ah. Old Mushroom. Diesmal den kleinen, damit wir schneller werden. Und ich glaube, dann bekommt man die Tränen, die nur so weg von einem wollen. Da würde ich sagen, ja, es ist ja keine Großsache mehr. Das lassen wir mal. Wir gehen noch mal weiter. So und so. Auch gut. Herz brauchen wir nicht. Nein, danke. Okay, dann wird der Geheimraum wohl hier unten sein, denn sonst wüsste ich keinen anderen Raum mehr. Na also, es geht doch. So, und da bekommen wir den Gegenstand, den wir auch freigeschaltet haben. Transparence oder so. Dieser auf jeden Fall den Strick. Und jetzt werdet ihr sehen, was passiert. Transzendenz, okay. Wir fliegen. Eigentlich ist es, wenn man keinen Deal mit dem Teufel gemacht hat, dass man, Moment, jetzt hab ich's gleich. Dass man keine Flügel hat, sondern man nur mit dem Kopf noch unterwegs ist. So, wenn man Deal mit dem Teufel hat, kriegt man natürlich auch dann. Das heißt, natürlich kriegt man halt diese Flügel. So. Jetzt ist allerdings auch unser Item, das wir uns gekauft haben, die Leiter, vollkommen wertlos, weil wir jetzt über alles rüberfliegen können. Also von daher ist das jetzt keine große Sache mehr. Die Gegner aber auch gleich fertig. Zack, so schnell geht's. Cube of Meat und weiter geht's. Tut mir leid, dass ich jetzt gar nichts gesagt habe, aber ich muss etwas oft niesen. Es ist ganz böse, diese Jahreszeit mal bei mir. Eigentlich bin ich wirklich selten krank, bis nie krank in einem Jahr. Manchmal kommt es dann richtig hammerhart. Oh, noch. Zack. So, zwei Bomben.
Ich glaube, an Bomben wird es uns nicht mehr mangeln. Gut, dass wir fliegen können. Ja, kommt her, komm, tot. Ah, Bombe, Bombe. Und gehen wieder hoch. Jo, was kann man denn noch so erzählen? Wir haben hier wieder meine Lieblingsgegner. Aber wir können uns so frei bewegen jetzt. Und also eigentlich, durch diese beiden Gegenstände hat sich unser Leben eindeutig zum Besseren gewendet. Wie die meiste Zeit dann immer. Und deswegen würde ich sagen, das haben wir eigentlich schon gepackt. Ist ja auch nicht schlecht. Mal so ein Durchlauf in ein bisschen einer Geschwindigkeit rumspielen und mal ganz schnell Ablauf machen. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr das als Experiment gar nicht mal so schlecht fändet. Halt dann natürlich ohne Kommentar. Oder den auch vorgespult, das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Wäre ich mal echt gespannt drauf, wie sich das anhört und auch aussieht. Also, wenn ihr wollt, immer schön in die Kommentare mit dem Zeug. Wie alles andere auch. Ihr könnt bei mir offen eure Lust rauslassen. Ja, Lust rauslassen ist vielleicht ein bisschen komisch ausgedrückt. Ihr könnt bei mir gerne alles sagen. Ich komme auch mit Hater, komme ich super klar. Habe ich kein Problem mit. Ihr könnt alles kritisieren, weil es dann wahrscheinlich auch immer meistens richtig ist. Justice! Woo! Was soll's? Benutzen wir zweimal. Gucken hier. So, kurze Unterbrechung, habt ihr jetzt nicht mitgekriegt. So, ich nehme bereits am Abend auf und meine Mutter fragt mich jetzt noch etwas bezüglich des morgigen Tages. Also dann können wir gleich weitermachen. Hier, komm, zack, hopp. So, hier sind unsere Gegner. Ich hätte da unten nochmal gucken sollen. Okay, wenn der Geheimraum irgendwo anders ist, dann gucke ich da hier unten auf jeden Fall nochmal. Jetzt kratzt mein Bart, verdammt. Gerade gekratzt und jetzt kratzt er wieder. Ach, verdammt. So, was... Ne, auch so, in dem Shop gab es ja nichts, was uns jetzt wirklich weiterhilft. Da bringt uns auch kein Gehirn der Welt was. So, runter. Ah, wir haben ja noch gar nicht den Goldraum gefunden. Das ist mir jetzt so nebenbei noch nicht aufgefallen. Aber noch kaputt. Kriegen das nochmal. Ein bisschen Geld, passt schon. Kriegen meine Hassgegner Nummer 1. Die hasse ich echt wie die Pest, weil sie einfach schwierig sind. Ohne diese guten Gegenstände. Ich muss sagen, mit diesen guten Gegenständen hat jeder Mensch Skills. Hab ich gesehen, man kann auch oft getroffen werden, wenn man einfach zu blöd ist, das Teil zu benutzen. Und das bringt uns auch überhaupt nichts. Eigentlich machen diese Sachen, dass unsere Tränen wieder nach einer gewissen Weite auf uns zurückkommen. Also, so eine Art Boomerang-Tränen. Ja, geht jetzt im Moment schlecht. Ich meine, die machen uns dann nicht kaputt, so ist es nicht, aber... Geheimraum vergessen. Tut mir leid. Es ist am Abend und ich bin durcheinander. Geld, das wir eh nicht brauchen werden. So, und dann gehen wir wieder runter. Und einmal nach links. Und einmal wieder runter. Und runter. Und runter. Und runter. So, gehen wir schnell. Loki. So, den haben wir ja, glaube ich, im letzten Part irgendwann mal schon mal gesehen, allerdings in der letzten Ebene. Und zwar als normalen Boss mittendrin mal. So, erledigt. Loki's Horn. Das haben wir freigeschaltet. Cool. Wir kriegen das Pentagramm, was uns auch überhaupt nichts bringt. Guck hier. Das Book of Belial holen ist totaler Quatsch. Wir haben schon Schaden voll, das bringt auch nichts mehr. Obwohl, oder? Doch, das müsste sogar nochmal für unseren Schaden verbessern. Nehmen wir es oder nehmen wir es nicht? Ich habe in den letzten Ebenen lieber mehr Herzen. Und die Katze, ich habe ja bereits im letzten Part schon was dazu gesagt. Und auch mit den Gegenständen lasse ich lieber die Finger davon. Ein sonniger Tag. Aua. Ja, sonnige Tage, die fehlen mir jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen.
Mir kam es manche Tage vor, als würde es gar nicht mehr hell werden erst. Also es würde gleich komplett dunkel bleiben. Also ich bin mal gespannt, wie sich das mal alles ändert. Wahrscheinlich dann irgendein Tag wache ich dann auf und... Wow! Es liegen 5 Meter Schnee. Super! Und wer darf dann Schnee schütteln? Genau, der jüngste Sohn, der ich bin. Verdammt nochmal. Naja, aber was man nicht alles macht für die Familie. So, das war aber eine sehr schöne Aktion. Gerade 3 auf einmal erwischt. Kommen hier nochmal ein bisschen was. Gehen eins hoch. Killen gleich den hier. Killen die hier. Killen den da. Und killen natürlich noch die Fliege, die immer kuscheln will. The Lovers. Können wir im Moment noch nicht gebrauchen. Geld können wir immer gebrauchen. Können wir nicht gebrauchen. Ich kann auch mal durch die ganzen Gänge gehen und sagen, können wir gebrauchen, können wir gebrauchen, können wir nicht gebrauchen. Hör bloß auf mit dem Scheiß. Oh, das... Da habe ich mich gerade selbst in die Sackgasse gemacht. Das war sehr schlau von mir. Sehr schlau von mir. The Chariot werden wir mit Sicherheit mal benutzen können. Benutzen wir hier erstmal die Hourglasses. Ach komm, was soll's. Zack, so schnell geht's. Gehen in den Geheimraum. Die Winde brauchen wir nicht. Wir haben das Sandglas. Die Winde macht die alle auch nur noch langsamer. Und hier brauchen wir nichts. Nehmen wir uns das hier mit. Komm, zack, wieder weiter. Dann gucke ich jetzt mal hier in bei den Sachen. Hier was? Nein, hier was? Nein, runter. Ja! Hier was? Nein. Wo dann? Ich weiß es nicht. Dann suchen wir jetzt noch ganz schnell den Bossraum, aber ich denke mal, Muttis Fuß werden wir nicht so schnell besiegen können. Das heißt, der dann erst im nächsten Part, besonders wenn ich noch gerade hier an dem Hänge bleibe. Hänge bleibe. Hängen bleibe. So, wir kriegen nochmal ein Health Up. Hat jetzt nicht so lange gedauert. 5 Sekunden oder ein bisschen mehr vielleicht. So, holen uns hier noch schnell das Teil. Was gibt's? Ranger brauchen wir auch nicht. Unser Strahl geht schon überall. Judgment kriegen wir nochmal so ein. Komm, was soll's? Was soll der Geiz? Wir haben's doch. So, ein Schlüssel. Schön, brauchen wir nicht. Egal, weitermachen. Tür. Also, geht doch. Forever Alone. Eine Fliege, die ganz weit um uns herum reicht. Und auch kein Problem mehr. Also ihr merkt, es geht wirklich jetzt gerade zack, 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 zack. Selbst mit den Gegnern, die ich eigentlich auch abgrundtief hasse. Mit dem Strahl ist es halt übelst einfach. Übelst einfach, wie schon bereits erwähnt. So. Boah, da haben wir auch Glück gehabt, dass uns nicht getroffen wurde. Und ich sage, mach mal schnell, komm, komm, hopp. Ganz schnell, Entschuldigung, das muss ich jetzt gerade mal wegmachen. Ich will das jetzt mal ganz schnell hinter mich bringen gerade. Du hast auch erledigt. Du auch. Also ich versuche das jetzt gerade wirklich so schnell wie möglich zu machen. Wir verlangsamen das Ganze mal gerade. Oh, den Fuß habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist jetzt ein Nachteil, den ich noch gar nicht... Oh, was soll das denn? Wie gesagt, Nachteile, ne? Gibt es ja immer wieder. Ah, gesehen. So, das schaffen wir. Oh, schneller als gedacht, Mensch. Kriegen doch mal ein HP ab. Stellen uns mal hier hin. Dann geht's gleich in die letzte Ebene. In die letzten Ebenen. So ist es. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.